Seid mir gegrüßt. Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute nehme ich euch mal mit. Wir sind wieder hier an dem Bienenstand, wo ich für die Vermehrung mir reserviert habe. Und heute machen wir mal einen Arbeitsgang zusammen. Und zwar sammeln wir ein paar Bienen ein für Begattungskästchen und machen gleichzeitig die Honigernte von der Frühtracht. Ihr habt ja da, das war das vorletzte Video, waren wir ja schon mal hier. Da habe ich euch ja gezeigt, dass manche Bienenvölker ja sich schon einen Honigraum gefühlt haben. Und habe euch auch gesagt, dass ich das ganz gerne lasse, weil Absperr geht ja dazwischen. Das heißt, ich kann die Bienen entnehmen, ohne irgendwie nach einer Königin oder sowas zu schauen. Also total simpel. Und genau das machen wir heute. Ist wieder super schwül. Und lasst uns anfangen. Ich weiß es gar nicht, seht ihr hier? Na, ihr seht es nicht, ne? Also wir haben hier, Moment, ich baue das mal kurz um. Wir bauen das so. Also wer auf jeden Fall dem Kanal schon länger folgt, der kennt sie, diese Abkehrmaschine. Das ist ja noch eine, ja bald eine Antiquität. Ich weiß gar nicht, ob es das so noch gibt. Das war damals, glaube ich, eine von den allerersten, die gebaut wurde von einer kleinen Firma in, wird Bayern sein, der Postleitzahl nach. Eine Alfran Center. Habe ich mir vor vielen Jahren angeschafft. Mittlerweile habe ich gesehen, hat ja auch der Imkerbedarfshandel auch sowas schon in Metall und Edelstahl, das ist ja noch hier aus Siebdruck, aus Kunststoff. Aber wie gesagt, die hat schon viel geschafft und funktioniert immer noch so. Da gibt es hier Nährungssensor, dann drehen sich die Walzen und wir sammeln einfach unten in so einer Schublade die Bienen. Jetzt machen wir das hier einfach so. Das ist in der obere Honigraum. Da sind, weiß nicht, 4-5 Kilo Honig drinnen. Den lassen wir auf jeden Fall da. Und wir nehmen die Bienen. Na, ein bisschen Fehler jetzt von mir, filmen und schaffen gleichzeitig, also normal keinen Rauch geben, ne? Und dann können wir einfach hier die Bienen so ganz entspannt abkehren. Und dann haben wir da unten drinnen die Bienen, die wir mitnehmen für zum Beispiel Begattungskästchen und sonstigen Sachen. Ja, man kann ja so praktisch auch komplett den Honig ernten. Also wenn man zum Beispiel ohne Absperrgitter imkert, ist das ja eine Möglichkeit, weil ohne Absperrgitter könnt ihr ja keine Bienenflucht oder funktioniert ja die Bienenflucht nicht, weil die Königin kann ja auch oben im Honigraum sitzen oder da ist auch Brut. Und dann ist eigentlich das ja eine ganz angenehme Methode. Prinzipiell muss man sagen, den Bienen passiert nichts. Also man kann auch die Königin problemlos abkehren. Also wir haben ja auch mal eine gewisse Zeit ohne Absperrgitter geimkert. Da ist nie was passiert. Persönlich finde ich aber die Bienenflucht natürlich schon deutlich schonender. Es klingelt das Telefon, aber mei. Finde ich die Bienenflucht schon deutlich bienenschonender beim Umgang, ne? Bei dem Honigernte, weil eben die Biene eigentlich ja gar keinen mechanischen Stress durch irgendeine Art von Besen bekommt. Dann stellen wir den hier einfach auf die Seite, setzen den neuen auf und auch gleich nochmal einen neuen dazu, denke ich mal. Und dann füllen wir uns noch die Bienen hier ab. Und im Wesentlichen ist es das dann auch schon wieder gewesen. Diese Menge an Bienen, das verkraftet so ein Bienenvolk total problemlos. Also die kann man auch regelmäßig entnehmen. Da habe ich jetzt keine Berührungsängste oder Sorge, dass da das Bienenvolk dauerhaft geschwächt wird. Wie gesagt, ich räume schon den Honigraum ins Auto, bringe einen neuen Honigraum her. Und dann tun wir uns noch die Bienen umfüllen.
Hier ist ja auch wieder wirklich der springende Punkt, dass man den Bienenvölkern ja diese Nahrungsreserve lässt. Also 2-4 Kilo, wenn nichts Honig, lasse ich da gern drinnen. Lieber ein bisschen zu viel wie zu wenig. Und den Luxus, den man hat, wenn man schon weich in Imkert, sind ja, man hat ausgebaute Honigräume. Und wenn da die Zellen schon ausgebaut sind, das ist natürlich ein Luxus, das merkt man am Honigeintrag sofort, weil die Biene ja keine Kraft aufbringen muss oder keine Energie aufbringen muss, um erst diese Zellen komplett zu bauen. Also das ist schon ein Punkt. Nichtsdestotrotz, finde ich, darf man sich nicht verleiten lassen und die zu lang drin lassen, weil ich persönlich finde, dass dieses Alter der Waben schon sich auch ein bisschen im Geschmack des Honig widerspiegelt. Vielleicht bin ich da auch zu kritisch, muss ich ehrlich sagen. Aber ich finde schon, dass Honig, der aus nicht so alten Honigraumwaben stammt, dass der mir zumindest besser schmeckt oder dass ich den Unterschied schmecken kann. Deshalb werden die bei uns dann natürlich auch regelmäßig ausgetauscht. Machen wir den Deckel wieder drauf. Und dann haben wir hier noch unsere Bienen drin und das schauen wir uns jetzt zusammen an, was wir mit denen noch machen. Machen wir kurz zusammen, können wir ja hier nochmal auch eine Parallele machen. Hier ist es jetzt so, mir reicht meine Futtermenge noch nicht ganz, meine Bienenmenge noch nicht ganz. Dann nehme ich hier einfach nur ein paar Bienen weg. Ja, das kann ich ja im Prinzip problemlos machen. Und auch relativ, ne, der Menge angepasst, beliebig. Da schaue ich einfach, nehme ich zentral verdeckelte Honigwaben einfach raus. Kehre die Bienen hier rein. Ist jetzt für euch außer Bild. Aber ich denke, wenn man es mal gesehen hat, hat man es mal gesehen. Und dann nehme ich mir die Waben einfach mit. Und gebe dem Bienenvolk praktisch wieder 6 Waben. Habe ich mich doch tatsächlich verzählt, brauche ich noch eine, gebe denen wieder 7 Waben zurück. So, dann setzen wir hier einfach wieder den zweiten Honigraum drauf. Und während ihr den Raucher seht, wie er schön vor sich hin raucht, kümmern wir uns jetzt mal um die anderen Bienen. Also ich persönlich arbeite bei sowas eigentlich immer ganz gern, ich zeige es euch mal, ganz gern mit dem Marburger Feglingskasten. Das ist für mich eigentlich so ein Universalgenie, wer es nicht kennt. Man hat hier eine Schütte mit einem Absperrgitter, kann man auch Bienen direkt abkehren und da reinlaufen lassen. Wir haben oben Öffnungen, um den Trichter reinzustecken, das sehen wir gleich zusammen. Wir haben hier Belüftungsgitter, wir haben belüfteten Boden, das können wir auch alles zumachen mit einer Platte, also verdunkeln. Und hier das Flugloch nutzen als normale Beute. Und man nimmt es zum Schwarmfang, man kann sich ein paar Ersatzwaben mitnehmen und. Also in unserem Fall jetzt muss ich nur gucken, dass wir auch hier alle schön im Bild sind. In unserem Schwarmfall sind, stellen wir einfach den Trichter auf. Dann klopfen wir einmal unsere Abkehrmaschine auf, dass die Bienen einfach rausfallen. Nehmen die Schublade raus und dann können wir die hier praktisch komplett unverletzt einfach über den Trichter einlaufen lassen. Man könnte die jetzt natürlich noch Man könnte die jetzt natürlich noch nass machen, dass sie nicht so auffliegen. Aber warum auch? Weil letztendlich finde ich, das stresst die Biene auch nur. Und was eben auffliegt, das fliegt auf. Und findet sich eigentlich auch hier direkt wieder am Flugloch. Da sieht man gleich einen erhöhten Flugbetrieb. Da drüben haben wir auch Bienen weggenommen, sieht man auch einen erhöhten Flugbetrieb. Also da fliegt doch der Großteil, wo auffliegt, wieder zurück.
Und ja, ich umgehe somit einfach, finde ich, lass das Nassmachen weg. Und ich lasse einfach das Nassmachen weg und denke, so ist es halt für die Biene einfach angenehmer. Ja, die sind jetzt hier drin. Wie gesagt, das ist jetzt eine Menge. Ich fülle jetzt nicht viele oder ich brauche jetzt gerade nicht viele Bienen. Das ist gerade dieser Raucher. Das ist immer so ein Phänomen. Ne? Wenn man unbedingt braucht, macht er gerade Pause. Und wenn man nicht braucht, dann gibt er richtig Gas. Manchmal phänomenal. Ich meine, allein über diesen Raucher kann man wahrscheinlich eine Lehre machen. Ne? Wie benutze ich den richtig? Wie zünde ich den richtig an? Was ich mir da persönlich ja vorstelle, wäre das einer mal so eine Konstruktion macht, dass eine Heizplatte drin ist mit Akku, dass ich einfach den auffülle und 5 Minuten bevor ich ihn brauche, schalte ich ihn an, stecke den Akku drauf, schalte ihn an, dann brennt er schön und wenn ich ihn dann brauche nach 5 Minuten, ich komme am Bienenstand an, ist er schön vorgeheizt, kugelt vor sich hin, ich nehme den Akku weg am Gewichtsgründen und habe dann meinen Raucher. Ja. Vielleicht setzt es ja mal einer um. Und schickt mir dann zumindest mal eine kostenlose Version zum Testen. Wir machen doch noch, ich habe es mir überlegt, wir machen doch noch einen kurzen Exkurs, weil vielleicht viele von euch diese Abkehrmaschine nicht kennen. Und ich finde die auf jeden Fall auch für kleinere Imkereien geeignet, weil mit dem Besen ist irgendwie nicht so die Alternative. Wenn man rollt die Bienen so. Und man muss ja auch manchmal öfters drüber gehen, da werden sie stinkig, sie verletzen sich zum Teil. Und die Abkehrmaschine finde ich schonender für die Bienen wie ein Besen. Vielleicht gehen da die Meinungen auseinander, das kann so sein. Und weil es halt auch schneller geht. Ne, zack, die Waben gekehrt und ich brauche nicht so, weiß ich nicht, was braucht man, um einen Honigraum mit dem Handbesen abzukehren. Ich habe das, glaube ich, in meinem Leben noch nie gemacht. 3 Minuten, 2 Minuten, 5 Minuten. Also hier ist man auf jeden Fall schneller. Das heißt, das Bienenvolk ist weniger offen. Es gibt vor allem später dann im Jahr natürlich weniger Gefahr von Räuberei. Und ja, wie gesagt, ich finde es halt auch für die Biene schonender. Im Prinzip ist es total simpel aufgebaut. Ne? Wir fangen unten an. Wir haben hier einfach diesen Behälter, wo die Bienen reingekehrt werden. Also ihr seht, der hat schon was geschafft hier. Ne? Der hat einfach den Boden zum Aufmachen. Wo seid ihr hier? Hat einfach den Boden zum Ausmachen, da kann man die super rausleeren. Hat hier diese Kante, dass sie nicht rauslaufen. Also könnte vom Kunststoff her ein bisschen stabiler sein. Ihr seht, hier springt es auch schon und hier habe ich es auch schon geklebt. Aber wie gesagt, der hat auch schon wirklich viel geschafft. Und wir haben jetzt hier einfach die Maschine. Ne, die hat einen Akku drin. Die hat hier oben das Kernstück, praktisch diese Besen mit so einem Näherungssensor und dann dreht die sich, sobald man da ankommt. Das finde ich ganz wichtig oder ganz schön, weil die halt nicht die ganze Zeit läuft und die ganze Zeit Krach macht und die ganze Zeit Akku verbraucht, sondern halt wirklich nur, wenn man sie braucht. Super cool, also kann ich immer noch so empfehlen, diese stabile Konstruktion mit diesen Metallfüßen. Und ja, also wie gesagt, da kann man 100 Bienenvölker den Honig sicherlich ernten am Tag, wenn man ein bisschen sportlich unterwegs ist. Finde ich echt. Also mittlerweile nutzen wir es für die Honigernte eigentlich nicht mehr. Wir haben das mal, wo wir hatten ja mal so einen Demeter-Versuch laufen. Versuch in Anführungszeichen, wir waren da ja auch mal zertifiziert. Ein paar Jahre. Und da ist ja Imkon ohne Absperrgitter, es gewittert schon wieder. Immer wenn wir hier an dem Bienenstand sind, gewittert, habe ich das Gefühl. Und da ist ja dieses Imkon ohne Absperrgitter und da ist ja Abkehren einfach das Thema. Und damals habe ich mir die angeschafft, aber ich will die echt nicht missen für so Begattungskästchen füllen, für Starter zu erstellen, Kunstschwärme machen. Also für unsere Betriebsgrößen. Ne? Wenn man jetzt viele Kunstschwärme macht, würde ich klar eine andere Maschine empfehlen. Oder eine andere Technik empfehlen, aber für mich ist das super cool. Und ja, ich nehme die eigentlich echt
noch für manche Sachen im Jahr her. Da bin ich, ja, gefällt mir. Gut, dann soll es aber zu diesem Thema gewesen sein. Und es ist echt dämpfig. Und ich mache mich jetzt mal auf den Heimweg, gehe was Mittagessen und dann mache ich heute Abend oder heute Mittag weiter. Nein, also in diesem Sinne, ich wünsche euch was. Ich nehme jetzt die Bienen mit und ja, ihr habt hoffentlich noch einen schönen Tag. Wahrscheinlich wird es ja ein Video am Samstag werden, also noch ein schönes Wochenende euch und dann bis zum nächsten Mal. Also wie es aussieht, wird es dieses Jahr reichlich Äpfel geben. Also der kleine Kamerad hat sich hier sicherlich ein bisschen übernommen und wird noch einiges verlieren. Aber prinzipiell, wenn man diesen Kirschenbaum hier drüben anschaut, das gleiche Bild eigentlich auch ganz schön voll. Das sieht auch ganz gut aus.